Einen wunderbaren guten Morgen. Hier jetzt zum zweiten Mal, allerdings dieses Mal draußen bei mir im Garten. Ich sage immer, wir haben einen Werkgarten, weil im Hintergrund sieht man, da ist sehr viel, wo sich die anderen Teilnehmer der Familie besonders austoben können. Große und kleine Baustellen und ja, natürlich auch Sachen, die für mich sind, wie Beete und so ein Zeug, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, Theater im Heiligen Geist in Funkstadt heißt, heute ist der erste Tag vom Hessentag bei uns vor der Haustür und die Mucke ist noch nicht losgegangen. Das heißt, wir genießen noch die Ruhe. Ich schaue mir das später auch mal genauer an. Hier sind mega viele Parkplätze vor der Stadt auf Feldern verteilt, reserviert. Hier wird relativ viel erwartet, glaube ich, an Ansturm von Besuchern. Und die Innenstadt ist auch komplett für Autos abgeriegelt. Es ist also eine Spannung in der Luft, was da auf einen zukommt. Ja, ich habe heute Morgen direkt wieder die gleiche drei. Das ist schon mal grammatikalisch nicht gut. Die gleichen drei Impulse. Erstmal ein kleines Warm-up, dann die eigentliche Übung und das Gebet für dich. Ich hoffe, du hast heute richtig, richtig viel Spaß und kannst mich auch gut verstehen. Genau, wir schauen mal. Wir fangen wieder an mit unserem Sommerregen, der über unseren Körper prasselt, bis in die Fußspitzen rein, den Beinen hoch, über den Oberkörper, die Schultern, in die Fingerspitzen zurück und wir strecken und recken uns so, wie es gut tut. Wer gähnen möchte, darf sehr gerne gähnen und jetzt geht's direkt los mit unserer Aussprache. Wir haben das Pferdegeräusch. Heute Morgen möchte ich, dass wir präsent sind, dass wir da sind, dass wir live einfach Spaß haben oder aufgenommen Spaß haben, einfach da sind, mit unserem Körper wahrnehmen, Stimme wahrnehmen. Wir machen mal eine kleine Übung für die Aussprache mit K, L, P. Ein schöner Zungenbrecher, den wahrscheinlich die meisten kennen. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Zusammen langsam. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Nochmal langsam. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Wer die Zeit, in der wir leben, ein bisschen strange findet und das Gefühl hat, da schleichen so einige Schlangen rum, dieser Ausspruch ist jetzt einfach ein Statement. Die Klappern werden schlapper klingen. Nochmal von vorne ein bisschen schneller. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Nochmal schneller. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Und ganz schnell. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Super! So, und jetzt auch weiter. Der einfach nur zugucken will und schlapplachen kann, er super gerne machen. Hauptsache, du hast gute Laune. Aber am meisten hast du natürlich davon, wenn du reinspringst. Mach mit, sei dabei. Die nächste Übung ist sehr einfach vom Text. Es ist nur ein Wort. Die Stadt Memmingen ist auch für die Stimme zum Wachwerden. Memmingen. Wir sind ganz locker hier wieder in den Kiefer. Hängt zwanglos herab. Wir massieren hier wieder unsere Kiefermuskulatur. Gähnen. Sei bei dir, spüre dich wirklich. Schließe die Augen, wenn es dir hilft. Wir fangen auf einen Ton an. Ich fange jetzt erstmal an, es vorzumachen. Wenn du dann Lust hast, springst du einfach dazu rein, wenn du es kannst. Wenn du verstehst, wie der Hase läuft.
Das kommt nachher nochmal erklärt. Das ist ein kleiner Insider. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama. Nächster Ton zusammen, wer möchte? Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama. Nächster Ton, jetzt kommt der Hubschrauber, den übertönen wir. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama. Nächster Ton. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama und schneller. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama und schneller. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama. Man muss nicht alles verstehen. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama und ein letzter. Memmingen, 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 Mama, Mama, Mama und seufzen. Weißt du, schön war gleich nochmal die Arme hoch und sehr gut, ich freue mich so. Jetzt geht's weiter mit einem Impuls. Und zwar, wir strecken uns mal ganz nach oben aus und pflücken jetzt mal diese wunderbaren Dinge vom Himmel runter, die Gott für uns hat. Ja? Wieder diese Apfelpflückübung. Und wir pflücken aber jetzt einfach das, was er hat. Wenn es Äpfel sind, dürfen es schöne, rote, tolle Äpfel sein. Aber du entdeckst es jetzt. Was pflückst du da runter? Ja? Was für ein Gerät ist das? Ist das vielleicht so groß? Was ist das für ein Ding oder für eine Sache? Für was siehst du? Nimm's mal und dann entdeckst du das jetzt. Ja, was du da jetzt hast. Das entdeckst du einfach, das ist dir jetzt gegeben. Du musst dir nichts ausdenken, es ist da. Aber du entdeckst es. Okay, bei mir ist das echt ziemlich riesig, das Teil. Wie so ein, keine Ahnung. Ich glaube, es ist grün. Guck mal, was das für eine Farbe hat bei dir. Und auch, wie sich's anfühlt. Und was man damit machen kann. Meine Kinder bauen gerne Kanonen, um rumzuschießen. Und dann sage ich meistens, ja, das ist eine Segenskanone, mit der kann man Segen auf Leute schießen oder halt auch auf den Feind, damit der dann abhaut, weil der mag ja Segen nicht so. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe auch so eine Kanone. Die ist aber ziemlich groß. Ich glaube, damit kann ich in die Luft schießen. Ha! Ja, gerade wo jetzt der Hubschrauber hier vorbeigefahren ist, hat es mich erinnert. Gott hat mir ein Geschenk gegeben. Und zwar darf ich Atmosphäre verändern. Und ich nehme euch da jetzt mal mit rein. Ihr habt auch alles Dinge bekommen. Jeder mindestens eine Sache. Wenn du es noch nicht ergriffen hast, dann such dir jetzt mal eins aus. Und frag den Herrn, bitte gib mir das. Und das, was du jetzt aber schon bekommen hast, das nimmst du. Und schaust mal, wie kannst du damit die Atmosphäre um dich herum himmlisch füllen. Aufladen wollte ich sagen, weiß nicht. Himmlisch aufladen, himmlisch mit Himmel einfach füllen, ja. Wie mit einer Farbe. Wie mit einfach einem Klang, ja. Wie die Luft um dich herum mit Klang, so kannst du die Atmosphäre Gottes Liebe füllen. Das Reich Gottes ist ja Gerechtigkeit und Frieden und Freude, ja, im Heiligen Geist, also in Gott sein und diese Dinge freisetzen. Halleluja. Okay, Jesus, wir setzen jetzt Gerechtigkeit, Frieden und Freude frei durch das, was du uns gibst, und das ist durch deinen Geist und durch unsere Kreativität. Halleluja. Ich sehe, wie so ein Feuerwerk runtersprüht. Ich habe jetzt diese Kanone abgeschossen und du nimmst jetzt mal dein Ding und machst jetzt damit, was du machen kannst. Schmeiß es hoch, knete es, spür dem nach, puste drauf, schau mal, was du damit machen kannst. Feuerwerk. Und der Heilige Geist füllt jetzt einfach den Raum über uns, füllt diesen Himmel mit Farben vom Himmel, mit seiner Gegenwart. Danke, Jesus, dafür. Ich setze es frei, ich befehle dir diesen Raum an. Und du kannst mitbeten, Jesus, danke, dass du mein Retter bist und danke, dass du mir die Hände füllst und dass ich austeilen darf. Nochmal, Jesus, sprich mir nach, danke, dass du mein Retter bist und danke, dass du mir die Hände füllst, dass ich austeilen darf. So, jetzt kriegst du
auch ein bisschen von dem Feuerwerk ab, aber ich schieße dich nicht um, sondern ich schieße sozusagen über dir das Feuerwerk aus, sodass es über dir sich verteilt. Achtung, bereit? Empfange es. Und Feuerwerk über dir. Und es glitzert und es sind so viele schöne Farben, die da runterkommen. Empfange es, empfange den Segen. Und jetzt ist das das Gebet. Ich setze frei, dass Gottes Segen in Form von einem Feuerwerk, das dich einfach ja, überschattet und auf dich niederkommt vom Himmel, ohne dich zu verbrennen, dass es dich erfüllt, dass es dich segnet und wirklich diese kreative Kraft Gottes in dir freisetzt. Im Namen Jesus, hab einen herrlichen, wunderbaren Tag. Für die, die auf den Hessentag gehen wollen, wir freuen uns, aber es könnte voll werden. Was ja eigentlich der Sinn der Sache ist wahrscheinlich. Okay, habt einen schönen Tag, meine Lieben. Viel Segen.